Das Team Mensch-Hund riskiert oft sein Leben. Wir haben zwei Polizistinnen mit einem ganz tollen, scharfen Kollegen begleitet. Genau, und wie wichtig die Tiere für die Menschen sind, das zeigt sich jetzt nämlich nicht nur im beruflichen Sinne. Hier sind die Helden auf vier Pfoten. In gefährlichen Situationen kommt Silas zum Einsatz. Seit 7 Jahren unterstützt er Polizistin Sabrina. Auf ihn ist immer Verlass. Das Team Hund-Mensch, das muss hundertprozentig funktionieren. Für die Polizei sind die Tiere unverzichtbar, denn sie sind immer zuerst beim Täter. Nach einer 4-monatigen Spezialausbildung leben die Hunde bei ihren Polizistinnen zu Hause bis an ihr Lebensende. Ein leerstehendes Gebäude in Hamburg. Polizistin Jenny und Kollegin Sabrina sind mit Hund Silas auf einen aggressiven Täter vorbereitet. Ich nehme dem Hund den Beißkorb ab. So, der Hund ist einsatzbereit. Dann gehen wir vor, ne? Ja. Die bedrohliche Situation gestellt. So, Polizei, was machen Sie da? Bleiben Sie stehen! Los! So realitätsnah wie nur möglich wird Polizeihund Silas einmal die Woche trainiert. Halten Sie sich ruhig! Aus! Es ist schon eine Partnerschaft, die Sie miteinander eingehen. Die müssen sich aufeinander einlassen. Der Hund muss Vertrauen zu seinem Hundeführer haben. Und das geht nur, wenn sie eine wirklich feste Bindung eingehen. Und nur dann wird der Hund auch für den Hundeführer durchs Feuer gehen. Mein Hund spielt in meinem Leben eine große Rolle, weil ich verbringe 24 Stunden mit dem Hund. Der ist immer bei mir, der ist bei mir zu Hause. Und der bleibt auch später, wenn er quasi kein Diensthund mehr ist, bleibt er auch bei mir zu Hause. Und von daher verbindet uns sehr, sehr viel. Nach dem harten Training folgt nun der reale Streifendienst in der Großstadt. Das wurde mit Sonderrechten ausgewertet. Sie bitte auf dazu, 21:07. Ja, verstanden. Ich möchte mal behaupten, es ist eine Anspannung, weil ich ja nicht weiß, was da drin passiert. Aber wenn ich mit Angst an einen Einsatz rangehe, habe ich, glaube ich, den Beruf verfehlt. Der erste Notruf kommt aus einer Bank. Bedrohungsalarm, der für einen Banküberfall steht. Trotz Verstärkung spielen ihre Hunde eine wichtige Rolle. Silas, seine Aufgabe ist, das Gebäude zu durchsuchen und gegebenenfalls Personen darin festzustellen, zu verbellen oder je nachdem, wie sie sich verhalten, auch zu beißen. Jenny, Sabrina und Polizeihund Silas sind immer an vorderster Linie. So, Polizei, rauskommen! Rauskommen oder wir setzen den Diensthund ein. Die Polizistinnen müssen mit dem Schlimmsten rechnen. Aber diese Bank hat schon geschlossen und ein Fehlalarm wurde bestätigt. Doch im Ernstfall gibt es nur eine Lebensversicherung. Das ist ja auch das Wichtige, dass du dich auf deinen Kollegen, mit dem du fährst, auch wirklich verlassen kannst. Weil der zur Not dich auch, der muss zur Not auch von der Schusswaffe Gebrauch machen. Und du musst dir ja hundertprozentig auch sicher sein, dass er das dann auch macht. Die heutige Schicht dauert 10 Stunden. Wenn kein Einsatz reinkommt, suchen sich die Polizistinnen mit ihren Diensthunden Arbeit. Die Drogenszene ist hier häufig unterwegs und hier wird häufig Marihuana, also die etwas weichere Droge, verkauft. Hier im Hamburger Schanzenpark lässt Jenny ihre Polizeihündin Gina nach Erddepots suchen, in denen die Dealer ihre Drogen bunkern. Sicher versteckt vor den Polizeibeamten, aber nicht vor ihren Helfern. Tatsächlich, es dauert nicht lange. Hündin Gina war erfolgreich. Sie findet 2 Päckchen Marihuana. So, 2 Griffbeutel haben wir jetzt einmal gefunden. Als Bestätigung hat sie jetzt halt ein Spielzeug bekommen, dass sie eben das richtig gemacht hat. Da freut sie sich. Zeit für Zuneigung muss sein, denn bei jedem Einsatz arbeiten die Hunde auf Höchstleistung. Der Abend ist alles andere als ruhig, es folgt der nächste Einsatz. Also wir haben halt gerade einen Einsatz, dass hier ein besetzungsgefährdetes Haus ist, was durch Unbefugte gerne mal reingehen. Es kann genauso gut sein, dass da auch gewaltbereite Personen drin sind. Das Gebäude, gezeichnet von Vandalismus, die Täter womöglich aus der linken Szene. Diensthund Silas geht immer voraus. Es kann auch im letzten Raum noch jemand drin sein. Aber dafür haben wir noch mehr Kollegen mitgenommen, weil wir gerade eben, weil es auch 10 Personen hätten sein können, die da drin sind. Der nächste Tag bricht an. Die Polizistinnen und ihre treuen Gefährten können sich von der langen Schicht erholen. Die Polizeihunde Silas und Gina haben jetzt Pause, dürfen einfach nur Hund sein und keine Helden. Und das Allergrößte ist auch für einen Polizeihund, Zeit zu haben mit Herrchen oder Frauchen. Uiuiui, was für heiße Einsichten, Aussichten. Lissy und Jovana machen für uns den ultimativen Extrem-Badeoutfit-Check. Welcher Trend ist super heiß und trotzdem tragbar?